Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Part Dev Simulator. Eigentlich habe ich noch bis zum 27.07. Zeit, um aufzunehmen Dev Simulator. Wir haben heute den 20.06., aber irgendwie habe ich gerade Lust und ihr wisst ja, wie es bei mir läuft. So, weil Leute, merkt euch eins. Wenn man Videos macht, man merkt, ob man gerade darauf Lust hat oder nicht. Deswegen nehme ich dann immer, wenn ich Lust habe, gerade so 6-7 Folgen teilweise auf. Einfach nur, weil es gerade Spaß macht. Und es gab schon oft Parts, am meisten bei Pein. Das ist so eine Randinfo, wo ich einfach gar keine Lust hatte, es dann aufgenommen habe. Und ja, Pein war ein cooles Projekt, beziehungsweise es ist passiert. Aber man merkt es da schon teilweise schon. Und jetzt gerade habe ich einfach ein bisschen Lust drauf und möchte mich auch ein bisschen ablenken. Und ja, deswegen sind wir hier. Und mal schauen, wo sind wir stehen geblieben? Es ist nämlich jetzt schon sehr lange her, wo ich das letzte Mal aufgenommen habe. Ah ja, die letzten Parts, da hat ja auch Marcel mitgeredet. Das sieht man hier auch. Er wird das Video, glaube ich, eh nicht so hören. Deswegen kann ich hier ruhig ein bisschen was sagen. Ah, Quatsch. So, also. Wie sieht der Plan aus? Ich weiß es nicht mehr. Ich muss mich hier jetzt mal kurz nochmal umschauen. Mich nochmal ein bisschen erinnern. Hier ist ein Stuhl. Warum guckt er hier? Ich glaube, das war irgendwie, weil... Achso, so kann ich das schon bewegen. Ne? Dann machen wir es mal so. Dann sieht es ein bisschen... Okay, hier haben wir einen Schrank. Hier haben wir ein Bett. Okay, registriert. Tisch, Pflanze, noch irgend so ein Ding. Ah ja, hier wollte ich einen Fernseher klauen. Ich meine, ausleihen, den da hinzustellen. Stimmt, der fehlt noch. Die Box haben wir. Dann den iMac und Tastatur und so. Schwarzer Gelbbeutel. Dann haben wir einen Scanner, eine PC-Tastatur, einen Laptop. Jo. Was ich noch für eine Idee hätte, wäre... Ah ja, hier haben wir noch einen kompletten Server. Noch einen stinknormalen einen Stuhl zu holen und den da hinzustellen, weil ich habe hier auch immer ein Zimmer, immer obwohl ich halt einfach zu 90% über ein Zimmer alleine bin, habe ich ja auch immer einen zweiten Stuhl, weil falls irgendwann mal Besuch oder sowas kommt. Warum gehe ich jetzt ins Auto? Mann, ich bin heute komplett verwirrt. So, wir gehen jetzt dahin und kaufen noch einen Stuhl. So. Das ist richtig und wichtig. Dann kaufen wir jetzt mal einen Teppich. Ich sag Stuhl und will Teppich. Alter. Na gut, theoretisch habe ich auch so einen Teil. Nur in weiß. Wo eigentlich mein Sessel dabei war. Aber der Sessel ist mittlerweile nicht mehr hier. Weil er kaputt gegangen ist. Ja. Wo ich das jetzt erzähle, weiß ich nicht. So. Das ist ein Computerstuhl. Ich will aber normal, ich muss Geld sparen. So, ich muss Geld sparen, aber kauf zwei unnötige Stühle, die wir niemals im Leben brauchen werden. Aber wenn wir es genau nehmen, ist es komplett unnötig, dass ich hier überhaupt hier Sachen hinblende. Eigentlich ist das nicht wichtig für das Spiel, aber es sieht halt gut aus. Naja, jetzt sind noch Seiten mal, also... Wenn ich den Stuhl habe, kommt da nie irgendwie ordentlich wohin. Wenn man es genau nimmt, ist mein Zimmer generell fast nie ordentlich. Sind einfach in irgendeine Ecke, wo man tausendmal seinen Fuß anstößt. Ja, das ist das Leben. Oh Gott, wenn Mama das wird. Also ich habe letztens aufgehoben, ne? Das kann jetzt hier keiner sagen. So, dann kommt jetzt hier das hier noch hin. Neben dem Server. Hey, was ist doch eigentlich, wenn man es mal braucht oder so. So, dann haben wir hier noch so einen Industrie-Laptop, wo er aussieht wie von 1995. Gab es noch mal schon? Ich weiß es nicht. Tut mir leid, Leute. Ich weiß es nicht. So, Laptop. So, dann können wir hier den Stuhl holen und hier hinsetzen. Hier haben wir eigentlich auch noch einen Stuhl. Hier ist noch ein Lautsprecher. Wo habe ich noch mal die andere gebraucht? Das gab zwei Lautsprecher. Ah ja, die habe ich dort beim Fernseher hingemacht, ne? Aber wenn man es genau nimmt, brauchen wir da keinen Lautsprecher. Ich nehme den Lautsprecher nochmal. Dann tun wir den doch lieber hier hin. In das Zimmer. Weil ich glaube, das würde ein bisschen besser sein. Dann tun wir den hier hin.
So. Allerdings sieht es hier dann eher aus, wenn wir hier noch einen Fernseher machen, dass der Lautsprecher für den Fernseher ist. Obwohl ich es ja eigentlich so tun möchte, als ob es so hier ist. Deswegen machen wir den hier nochmal weg. Machen die Lautsprecher hier hin. Bitte. Hallo, Lautsprecher. Zack. Dann kommt das hier in die Ecke. Obwohl, wenn man es genau annäht, hier passt es nicht ganz hin, aber ich möchte es dahin haben. Aber hier die. Ich kann das Ding nicht mehr nehmen. Hilfe! Ah, doch, jetzt. So. Nur das hier so. Perfekt. Wir machen hier das hier in die Ecke. Aber ein bisschen näher. So. Oder warte mal, dann machen wir das hier richtig in die Ecke. Hilfe! So. Das passt doch. Jetzt glauben wir mal einen Fernseher. Oder haben wir letztes Mal? Ich glaube, wir haben keinen Fernseher geklaut. Ich glaube, wir haben doch ein Auto auseinandergeräumt und haben es dann verkauft. Haben wir die Sachen eigentlich verkauft? Wie sagt man, dass wir sie verkauft haben? Nachtsichtgerät. Ah. Festnetz. Festnetz. Ja, ein stinknormales Festnetztelefonteil-Gedöns packen wir auch noch hier hin. Ich meine, der Tisch ist noch nicht überladen. Da fehlt ja noch ein bisschen was. Ich brauche kein Fernrohr, Alter! Spiel! So, fallen lassen. Joa. Sieht doch gut aus, oder? Ist ja okay. Das machen wir erstmal hier hin. Nein. Ich will das Fernrohr nicht raus. Mann! Fallen lassen. Und ich will ja nicht das Festnetz da. Ah! Diese Steuerung, Mann! So. Besser kann ich es nicht hinstellen. Warte. Ist sie verarschen? Okay, dann verkaufen wir die zwei Sachen doch. Weil die kann man nämlich nicht so hin platzieren, wie das eigentlich nötig wäre. So, was machen wir jetzt? Was müssen wir denn alles noch hinblenden? Brauchen wir für hier noch was? Vielleicht hier so ein paar Schränke zum Einlagern. Der ist eigentlich ganz gut, wenn man so Lager nochmal kaufen könnte. Dann brauchen wir für hier. Einmal hier ist die Fernbedienung. Hier ist der Fernseher. Dann brauchen wir noch für hier irgendwelche Sachen. Vielleicht noch Bratpfannen und so. Aber da weiß ich, wo man die herbekommt. Und für hier noch einen Fernseher. Und für hier eigentlich gar nichts mehr so wirklich. Beziehungsweise eine Dusche wäre noch gut, aber die können wir in 100 Jahren nicht kaufen. Okay, dann wissen wir jetzt, was zu tun ist. Wir verkaufen erstmal das Festnetzteil und das andere Teil. Welcome back. Jo, hallo, das würde ich dann doch gern verkaufen. Und jetzt wollen wir uns an den Fernseher und wo wir Besteck herbekommen, beziehungsweise wo wir Bratpfannen und so weiter herbekommen, das weiß ich sehr gut. Vielleicht noch eine Mikrowelle, das wäre auch so praktisch. Was ich allerdings ein bisschen vermisst bei dem Spiel ist, dass die Einrichtungen richtig, richtig gut sind von den Häusern, wo man einbricht. Aber die Sachen, die man kaufen kann für Selbsteinrichtung, ist zwar ganz gut, bloß mir fehlen da. Ich finde einfach, dass es ein paar mehr Schrankauswahl geben sollte. Oder mehr Tisch oder so. Kann aber auch sein, dass ich das ein bisschen falsch mache. Wie es denn auch sei, wir müssen hier hin. Zack. Bremsen. Geht beim Mikrofon ein. Ah ja, okay, mein Mikrofon geht jetzt. Das wäre jetzt ein richtiger Fehler geworden. So, zack. Hier kommt eh kein Menschenseele hin. Hilfe! Was unsere Aufgabe ist für die Story. Ich verstehe die Aufgabe nicht. Geh zu einem Spinnonage-Ort im Industriegebiet. Ja, aber wo ist denn das so ein Ort? Ich weiß es nicht. Und das ist das, was mich ein bisschen stört, weil ich würde gerne die Story nicht mal wegkriegen. So, Bratpfannen haben wir. Ein Topf war doch meistens. Und hier ist doch ein Topf. Da ist er doch. Jetzt nicht mal nochmal. Weißt du, was ich hasse? Dass ich mal. Dass ich. Ich spiele ja meistens mal immer ein Spiel durchgehen, bis ich es nicht mehr feiere. Also bis ich halt einfach keine Lust mehr drauf habe. Und dann gehe ich halt wieder zum anderen Spiel. Allerdings hat man ja dann immer noch die Steuerung von einem anderen Spiel.
noch im Kopf. Und dann drücke ich da schon auf Tab für Inventar. Und dann kommt das hier. Ich müsste mal bei jedem Spiel die gleiche Einstellung einstellen. Dann habe ich solche Probleme nicht mehr. Naja, okay. Aber der Toaster, na gut. Der Toaster, da suchen wir vielleicht einen anderen. Wir haben übrigens unser altes Auto mitgenommen, fällt mir gerade auf. Aber ist ja auch nicht schlimm, ist, ich meine, das können wir auch mal wieder fahren. So, Topf, Pfanne, Pfanne. Dann fahren wir jetzt mal. In was für ein Haus brechen wir jetzt ein, Leute? Oh Gott, ich hätte den beinahe überfahren. Ah ja, hier können die Autos ja noch Delle haben bei dem Auto. Super, jetzt habe ich wieder Dellen. Bin ich super. Nicht. So, dann fahren wir mal zu Haus 113, was glaube ich. Ja. So Sachen vergisst man nie. Oh, da ist die Polizei. Naja, ich habe ja nichts verbrochen. Ich habe ja noch nie irgendwas verbrochen. Deswegen passt das. So. Ah, schön, dass die ganzen Leute zu Hause sind. Finde ich natürlich absolut gut. Weil dort sind wir ja eigentlich. Das sollten wir vielleicht in einem anderen Haus. Ah, okay, super. Es ist jetzt wieder zu Hause. Na gut, wer hätte das gedacht? Es ist auch nicht gerade fast 22 Uhr, wo man normalerweise zu Hause ist. Zumindest ein Mitglied, aber ja. Hilfe! Aua! Schön auch, dass wir zur Polizei fahren. Ne? Es dauert ja nur noch kurz, nur eine gewisse Zeit, bis wir erwischt werden. Alter, wir werden bald sowas von erwischt. Ich sehe es jetzt schon kommen. Ich weiß ja dann nicht mehr die Uhrzeit für das Haus. Das ist auch schon ein bisschen zu lang her. So. So. Interagieren. Ups! Ich blockiere nicht den Ausgang. Was habt ihr denn für ein Problem? Da ist noch eine drin. Egal. So. Da ist die Mikrowelle, die würde ich richtig gerne haben. Vielleicht sollten wir sie. Warum steht denn ausgerechnet dort, Alter? Okay, ich glaube, wir müssten jetzt um. Ich glaube, ich gehe nochmal schlafen um 13 Uhr. Ich glaube, 13 Uhr würde da mehr passen. Alter. Ich habe vergessen, dass ich das Auto da hinten hingestellt habe. Wieso? Will ich nicht diesen kleinen. Nein! Oh Mann! Hey, ich hab doch noch. Also, ich hab doch die Schütze. Na gut, es war vielleicht ein bisschen offensichtlich, dass das Schloss aufgebrochen war, beziehungsweise offen war, obwohl die es zugeschossen haben, aber. Alter, so schlecht war ich noch nie. So schlecht war ich noch nie, aber Level auf! Seht ihr, Leute? Alter, das sieht so schlimm aus. Das sieht so schlimm aus, das hier. Okay. Ich hab's im Auto. So. Fallen lassen. So. Guck mal, Leute. Wir haben eine Bratpfanne. Ist das denn nicht wunderschön? Wir haben noch eine Pfanne. Und wir. Oh Mann, Topf und wir haben noch einen Topf. Ist doch eine schöne, renovierte, wunderbare Küche. Also die würde ich genauso auch irgendwann in der Zukunft hier haben wollen. Ist doch wunderschön. Ich meine, wer würde denn nicht gern so eine Küche haben? Oh, okay. So, jetzt Haus. 113. Wo dauernd Polizisten rumlaufen.
weil ich dort schon x-viele Mal eingebrochen bin und irgendwann die Polizei sich denkt, sie sollten vielleicht auch mal was machen. In dem Spiel meine ich natürlich. So. So, bei 113 müssen wir jetzt hin. Nein! Au! Wieso tue ich mir eigentlich hier weh? Ich meine, gerade ist. Ach, übrigens, Leute, ich will nur mal anmerken, dass ich momentan den Führerschein mache, ne? Will ich nur mal kurz so sagen. Momentan zwar nur Theorie, aber ja. Ich fahre doch wunderbar, oder? Okay, Leute. In der nächsten Folge habe ich ein Ziel. Ich werde normal fahren, aber jetzt darf ich es ja noch ausnutzen, ne? Oh Gott. Ich will normal fahren. Das gibt's was. Das nimmt kein gutes Ende. Das nimmt gar kein gutes Ende. Ah, schön, dass jetzt beide eine Küche, eine Garten und Schlafzimmer. Hä? Wieso gehst du jetzt hier? Die haben mich noch nicht mal bemerkt. Da wollte ich doch aufs Arm nehmen. Okay. Du läufst hier. Hey! Jetzt schreist du erst. Du rufst die Polizei, wo du nicht bemerkst, dass ich da bin. Also. Achso. Rebellschurke. Hä? Hey, da ist schon wieder mein Auto. Die Polizei macht ständig mein Auto kaputt. Das ist doch nicht normal. Was machen die jetzt hier eigentlich? So, du gehst jetzt in den Garten und Schlafzimmer 2. Und wähle. Ich bin ganz weit hinten. Du kannst mich nicht sehen. Danke. Wo stehst denn du jetzt? So. Einfach nur die Mikrowelle nehmen und gehen. Einfach nur die Mikrowelle nehmen und gehen. Einfach nur die Mikrowelle nehmen und gehen. Einfach nur die Mikrowelle. Was ist das? Topf. Wir brauchen noch einen zweiten Topf. Oh, Blumenvase. Ja, was sonst immer ein Router. Ja, aber Router können wir dann auch nicht, können wir dann auch noch so komisch fallen lassen. Na gut. Hör dann mal ab. Adios! Okay, dann haben wir die Mikrowelle. Ein Toaster. Warte mal. Wollen wir noch den Toaster-Klon nehmen? Der verrostete alte dorthin. Aber wir wissen schon, wenn die jetzt wieder reingeht. Weil die ist ja jetzt momentan im Garten, dann sieht sie, dass jemand eingebrochen ist, weil sie in die Tür reingeht. Bedeutet, dass die Polizei mich verfolgt. Bedeutet, es ist jetzt sehr dumm auszusteigen und in das Haus reinzugehen. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt mal in das Haus rein und klauen. Das war sehr dumm ist, aber wir müssen halt schnell machen. Wir lassen einfach das Auto stehen. Adios! Wenn jetzt die Polizei kommt, renne ich direkt in ihre Arme. So, die Grünen. So, das grüne. Das. Die grüne Linie durchgehen und wir haben's. So. Guckt, Leute, wir haben einen A. Neue Hinweis verfügbar. Wir mussten mal Lichter machen. Da ist der Lichtschalter. Ich glaube, der Lichtschalter ist auch das einzige in dem Haus, wo wirklich funktioniert. Weil ich meine, wir können den Ofen noch nicht mal benutzen, Alter. So. Alter Toaster fallen lassen. Ah, ne, den können wir sogar halten. Ah, den können wir sogar halten. Was für ein Luxus. So, halten. Und den packen wir. Alter, wie sieht denn der aus? Alter, was mache ich hier? Blumenvase. Die können wir sogar halten. Guck mal, Leute. Das macht unsere Küche viel schöner. Dieses komische, ja. Also, ist so eine wunderschöne Küche. Guck mal, wir haben sogar eine Teeschachtel. Wo fast runterfällt, weil wir es nicht halten können.
lange spielen. Aber es ist doch. Es sieht doch wunder. Achso, ich muss sogar schieben. Warte mal. Jetzt, warte mal, ich will da drauf. Ich will das schieben. Bitte. Ach, dann schiebe ich es halt nicht. So. Topf. Und wir haben einen wunderbaren Topf. Wo wir auch noch fallen lassen können. Das lasse ich jetzt so. Ist doch wunder. Alter. So, gehst du auf den. Egal. So. Leute, ist doch wunderschön, oder? Ich würde sagen, wir haben in diesen 20 Minuten. Na gut, eigentlich 22 Minuten richtig viel geschafft, oder? Ich könnte dich gerade auch so stolz sein, das war Alter. In dieser Folge einfach nur dumm gelabert und einen Topf auf den Boden gehauen. Naja, wie es dir noch sei, ich würde sagen, das war's. Bis zum nächsten Mal und ciao, Leute. Von heute, was für eine Scheiße mache ich eigentlich?